Willkommen zurück zu einem neuen Buchreview von mir. Heute mit The Love and Lies of Ruxana Ali, was ich leider gerade nicht hier habe, weil ich es einer Freundin ausgeliehen habe. Hier habt ihr das Buch eingeblendet. So, das sollte reichen. Ende des Reviews. Not really. Ja, The Love and Lies of Ruxana Ali von Sabina Khan erschien letzten Monat am 5. oder am 7. Am 5. Februar. Es geht um die gute Ruxana. Sie ist lesbisch. Allerdings ist sie auch Muslimin und das steht ihrem Coming-out definitiv im Weg. Dumm nur, dass einige Monate bevor sie schließlich nach Kalifornien gehen wollte zum Studieren, ihre Eltern herausfinden, dass sie eigentlich eine Freundin hat die ganze Zeit und sie kurzerhand nach Bangladesch verschiffen, wo sie einen Ehemann finden soll. Obwohl sie natürlich weiß, dass das nie der Fall sein wird. Klingt vielleicht ein bisschen tragisch, so mit Homophobie und Zwangsheirat und okay, fuck. Ich wollte sagen, das ist es gar nicht, aber das Buch ist wirklich sehr dark an manchen Stellen. Es hat allerdings ein fucking Happy End und es strahlt nur so vor Hoffnung, dass man es einfach lesen muss. Wie gesagt, ein Buch über Homophobie, das ein Happy End hat und ich bin so unglaublich glücklich, weil es viel zu viele Bücher oder eigentlich gibt es richtig viele Filme, aber auch ein paar Bücher mit homosexuellen Charakteren, die dann irgendwie ein tragisches Ende haben, so. Sie werden sich nie wieder sehen können oder einer von den beiden bringt sich um oder was weiß ich alles. Die Geschichte nimmt ein gutes Ende, zumindest für Ruxana. Das muss ich direkt sagen, weil das ist so ein Punkt, wo viele Leute sagen, das ist ein Grund, das Buch nicht zu kaufen, wenn es kein Happy End hat. So wie unter anderem auch ich. Dieses Buch hat tatsächlich ein Happy End, allerdings nicht für jeden, aber dieses Happy End für Ruxana ist hart erkämpft und deswegen finde ich es auch gut. Es ist verdient. Ruxana hat es sich hart erkämpft, weil sie eine starke Protagonistin ist. Und das ist so, was dieses Buch ein wenig trägt. Es ist wirklich sehr schwer an manchen Stellen zu lesen. Ich habe das Buch immer auf dem Weg zur Uni gelesen, im Bus. Und es war sehr schwer, nicht einfach anzufangen zu weinen, weil das einfach so surreal war, was da passiert ist. Es geht eben nicht nur um Homophobie und wie sich Homophobie so in einer muslimischen Gesellschaft äußert. Es geht auch um so Sachen wie eben Zwangshochzeit und Ehen, die aus Zwangshochzeiten entstanden sind. Ruxana befindet sich die Hälfte des Buches eben bei ihrer Familie in Bangladesch und sie erfährt einige schockierende Wahrheiten über ihre Familie, die sie halt auch noch mehr in ihrem Entschluss bekräftigen, das nicht mit sich machen zu lassen. Und das war wirklich herzzerreißend, diese Sachen da zu lesen, weil man hört, dass solche Sachen wie eben Zwangshochzeiten passieren, aber das aus dieser Nähe zu erfahren noch einmal, das war echt hart. Und ja, wenn ihr dieses Buch lesen wollt, müsst ihr euch darauf einlassen, dass einige Sachen dort geschehen, die wirklich sehr brutal und niederschmetternd sind. Aber es gibt halt immer noch diesen einen Schimmer Hoffnung, der eben unter anderem durch Ruxana vermittelt wird, die eben eine so starke Figur ist. Aber es nimmt alles ein gutes Ende und ich war wirklich sehr froh, dieses Buch gelesen zu haben, weil ich so viele verschiedene Emotionen gefühlt habe, dass ich glücklich war, dass Ruxana am Ende das bekommen hat, was sie wollte. Trotzdem, auch das war nicht immer einfach. Ruxana hat zu Beginn eine Freundin, Ariana, und Ruxanas Mutter erwischt Ariana und Ruxana eben beim Rummachen. Die Beziehung zwischen Ruxana und Ariana sie hat sich gut angefühlt. Die beiden waren richtig sweet miteinander und sie hatten aber auch ihre Differenzen und Konflikt miteinander. Eben dadurch, dass Ariana eben geoutet ist bei ihrer Familie, aber Ruxana nicht. Und das hat, wie gesagt, zu einer echt guten Beziehung geführt, weil man liebt sich, aber man hat auch seine Differenzen. Ariana wollte halt nicht die ganze Zeit Angst haben müssen. Ariana wollte in der Öffentlichkeit sich zeigen und sie hatte ein bisschen ein Unverständnis dafür, warum Ruxana so viel Angst hat. So, Ariana war halt so, ja, es wird doch alles gut werden, während Ruxana so dachte, nein, wenn meine Mutter erfährt, dass ich lesbisch bin, dann wird die Hölle bei uns los sein. Und das
das war es letzten Endes auch. Ich fand das so interessant, eben dieses Unverständnis zu haben seitens Ariana, warum Roxana sich nicht outen will, und dann wiederum Roxanas Unverständnis, warum Ariana nicht Roxanas Problem versteht mit dem Outing. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen so die Differenz zwischen unterschiedlichen Religionen oder unterschiedlichen Rassen. Und ich finde, das ist einfach gut, dass man sowas thematisiert. Es gibt wirklich sehr wenige Bücher mit LGBT People of Color. Und ich finde es gut, dass man sowas endlich hat in diesem Buch. Es ist leider kein Own Voices Buch. Also Sabina Khan ist nicht selber lesbisch. Sie ist muslimisch, aber ich glaube, ihre Tochter ist lesbisch. Und sie hat dieses Buch für ihre Tochter geschrieben. Also inwiefern das Ganze auf wahren Begebenheiten basiert, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich finde es gut, dass jemand diese Geschichte erzählt. Nicht nur die Geschichte von einem lesbischen Mädchen, sondern auch die Geschichte von einem lesbischen muslimischen Mädchen. Die Geschichte von jemandem, der in Zwangsheirat versteckt wird. Und das ist auch wirklich schön zu sehen, als Roxana dann endlich nach Bangladesch kommt, wie LGBT-Leute in dieser muslimischen Gesellschaft behandelt werden. Und das führt zu einigen echt coolen, aber gleichzeitig auch echt tragischen Szenen. Zu guter Letzt, was viel von diesem Buch ausmacht, sind die Familienbeziehungen, da Roxana sehr viel Zeit bei ihrer muslimischen Familie in Bangladesch verbringt. Ich finde, was das Ganze trägt, ist eben diese Familienbeziehung und diese Sachen, die Roxana quasi über ihre Familie herausfindet. Was mich ein klein wenig gestört hat, war, dass erstmal, es gab viel zu viele Charaktere in guter alter Muslim-Fashion. Gibt es natürlich tausende Cousinen und Tanten, von denen keiner weiß, wer das eigentlich ist. Es ist irgendwann ein klein wenig unübersichtlich geworden mit den ganzen vielen Charakteren. Allerdings hat Roxana einem auch vermittelt, dass sie zur Hälfte selber keine Ahnung hatte, wer die ganzen Leute eigentlich waren. Das hat ein bisschen so einen extra Touch gehabt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was ich so von diesem Happy End halten soll. Ich bin wirklich sehr glücklich und es wird gezeigt, dass ihre Familie sich ein wenig bessert, was ihr Verhalten angeht. Ich weiß allerdings nicht, inwiefern das realistisch ist, aber ja, das waren einfach so ein paar lose Gedanken, die ich einfach noch zu diesem Buch reinwerfen musste. Es ist ein fantastisches Buch, es hat unglaublich viele Emotionen bei mir geweckt, allerdings sehr viele Trigger-Warnings für Zwangsheirat, Mord, Vergewaltigung und was es da noch alles gibt. Es ist ein hartes Buch mit einem Happy End und sehr fucking viel Hoffnung für Leute, die etwas Ähnliches durchlebt haben, und das finde ich einfach wundervoll, und deswegen, ich hoffe, dieses Buch erscheint irgendwann auf Deutsch, weil ich finde, das sollten auch hier Leute lesen, vor allem, weil es ja sehr viele Muslime in Deutschland gibt, deswegen, es bietet sich eigentlich an, dass dieses Buch hier in diesem Land zu haben, also, keine Ahnung, DTV oder Carlsen, bitte bringt das Buch auf Deutsch raus, es müssen dringend mehr Leute lesen.